Wir haben uns aufgemacht in die Würzburger Innenstadt. Und zwar wollten wir heute mal wissen, wie es in Würzburg um das Thema ewige Liebe bestellt ist. Was denken die Würzburger? Ewige Liebe? Ja, ich hoffe, dass es sie gibt. Ja, so heiraten, nein, aber ewige Liebe, ja. Oh, das wäre voll schön, wenn ich das finden würde. Ich glaube, jeder wünscht sich das. Aber ich glaube, es ist ganz schön harte Arbeit. Ja, irgendwie hat es bei mir noch nicht so geklappt. Glaubst du prinzipiell dran oder bist du eher anti? Nö, also ich glaube schon, dass es das gibt. Aber halt wahrscheinlich nicht für jeden. Ja, also das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und ich glaube, das funktioniert auch, egal wie lange man warten muss. Ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen Glück dazu haben, dass das klappt und dass es das passt. Was sagst du zu dem Thema? Ja, mich würde es freuen, wenn es das wirklich geben würde. Aber mittlerweile ist es ja so, dass sich viele Paare schon bei den kleinsten Kleinigkeiten irgendwie streiten und dass es dann auseinandergeht. Also okay. Ich glaube eher nicht so dran. Das heißt, obwohl ich in einer glücklichen Beziehung bin. Was sagt ihr zum Thema Ehe? Fester Plan würde ich nicht sagen, aber ich fände es schön. Also ich habe es schon mal vor. Ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Also weiß nicht, weil viele Pärchen oder so ja denken, man muss unbedingt irgendwie heiraten, aber muss nicht unbedingt sein, man kann auch so einfach die Zeit zusammen verbringen. Ich weiß nicht, jetzt auf jeden Fall noch nicht, ich bin erst 20 Jahre alt, ich habe noch viel Zeit vor mir und deswegen denke ich darüber auch noch nicht so viel nach. Wieso bist du so anti-heiraten? Falls. Also aus meiner Sicht ist es ein veraltetes Gut, das irgendwie heutzutage nichts mehr wert ist. Jeder heiratet und lässt sich 2 Wochen später scheiden und hin und her. Hat nicht mehr den Wert, den es mal hatte, finde ich. Ich würde halt gerne ein schönes Kleid tragen, aber das war's dann. Also vom Rechtlichen her würde ich das auf jeden Fall machen, wenn ich Kinder habe. Ja. Weil das auf jeden Fall sicher ist, auch mit Ehevertrag und so weiter. Also heiraten für die Ewigkeit ist, glaube ich, auch nicht mehr da, wie du gesagt hast. Sie wissen ja, dass mittlerweile das Thema Heiraten ein bisschen eine andere, ja, was heißt vielleicht Bedeutung hat als damals. Finden Sie es schade, dass die jungen Leute vielleicht manchmal schneller aufgeben oder... Ja, die passen sich heutzutage nicht mehr an, ne? Das ist es gegenseitig, muss man sich da vereinständigen. Manchmal nachgeben, manchmal setzt man auch seinen Willen durch. Das ist ein bisschen geben und ein bisschen nehmen.